Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Liebe Zuschauer, Tausende von Menschen besuchen Ihre Seminare und Vorträge. Ihre Bücher verkaufen sich im Handumdrehen. Denn unser heutiger Gast hat eine besondere Gabe, ein besonderes Wissen. Sie ist seit ihrer Kindheit hellsichtig. Aber was ist eigentlich Hellsichtigkeit? Und was können Hellsichtige sehen, was wir nicht sehen können? Freuen Sie sich auf interessante Minuten bei Teil 1 unseres Porträts einer Hellsichtigen. Liebe Zuschauer, ich begrüße zu meiner Rechten Jana Haas. Guten Tag. Liebe Frau Haas, vielleicht erklären Sie uns mal, was ist eigentlich Hellsichtigkeit? Hellsichtigkeit ist eine Fähigkeit, über die Materie hinaus in die Feinstofflichkeit erblicken zu können. Mhm. Da alles, auch die Materie, die maximale Verdichtung der Energie ist, kann man sehr wohl auch davon ausgehen, dass darüber hinaus geistige Präsenz anwesend ist. So ist auch in der Aura eines Menschen sein Schutzengel vorhanden, so ist auch der Mensch mit Gottes Kraft verbunden, so existiert auch die unsterbliche Seele. Mhm. Im Jenseits. Und all diese Bereiche sind für mich sichtbar. Und deshalb ist Hellsichtigkeit weitaus mehr als Empfindung und Wahrnehmung, sondern beinhaltet eine klare Präsenz, ein klares Bild. Mhm. Sie sind hellsichtig seit Ihrer Kindheit. Jetzt muss ich mal fragen, wie kann man sich das vorstellen? Was hat man da als Kind für Erlebnisse? Nun, Ich bin als Frühchen geboren und hatte schon im ersten Lebensjahr mehrere Nahtoderfahrungen und auch im Vorschulalter. Und all das sind natürlich auch Prägungen, die mich mit diesen jenseitigen und geistigen Welten verbunden lassen ließen. Und dann kommt noch hinzu, dass bei uns heilerische und hellsichtige Fähigkeiten in der Familie, in der Blutslinie liegen, sodass dass diese Sensibilität und starke Wahrnehmungsfähigkeit bei allen Frauen in der Familie veranlagt ist. Ja. Ich wollte gerade fragen, wie war das bei Ihnen in der Familie? Also bei allen Frauen ist diese Fähigkeit zu finden sozusagen. Mhm. Und daher ist es für uns dieses spirituelle Bewusstsein, wie auch ein liebevoller religiöser Glaube, schon immer Präsenz gewesen, doch da ich ja in Russland im Kommunismus aufgewachsen bin, war das eher verboten, darüber zu sprechen, alleine schon um uns Kinder zu schützen. Und deshalb war das Leben mit der Fähigkeit, so natürlich sie auch sein mag, in diesem Umfeld, wo man darüber nicht spricht, natürlich auch sehr einsam. Mhm. Und ich hatte ja keine Vergleiche als Kind und für mich war das so, dass ich dachte, dass alle das sehen, dass es für mich ganz selbstverständlich war, in der Schule neben dem Tisch Geistwesen zu beobachten, wie sie ihre Verwandte suchen, oder Engel, die Klassenkameraden stärkend zu beobachten. Ich habe mir darüber keine Beurteilung gemacht, keine Gedanken gemacht, und erst später im Teenageralter begriff ich, dass es doch eine andere Welt ist, und das dauerte, bis ich sie geistig durchdrungen habe und sie weiterentwickelt habe, bis meiner spirituellen Berufung und Autorentätigkeit begonnen hat. Ja, ein Nahtoderlebnis, was kann man sich da drunter vorstellen? Jetzt was muss ja für ein Kind eine extreme Situation sein, auch solche Dinge wahrzunehmen. Es sind ja nicht nur schöne Dinge, die man sieht. Ja, als Neugeborene diese Momente des Herzstillstands und Wiederbelebung, an die kann ich mich natürlich nicht erinnern. Und doch ganz klar ist, dass solche Erlebnisse ein Kind eher ängstlicher prägen. Dass er noch mehr Schutzbedürftigkeit hat und somit natürlich noch eher reifen muss, um dem Leben und seiner Resonanz gerecht zu werden. Doch an die letzte Nahtoderfahrung mit 6 Jahren, an das Ertrinken erinnere ich mich und an diesen Lichttunnel, den ich hindurchgeschwommen bin,
im Wasser an die geistigen Kräfte, die anwesend waren, an die Engel, die mir rechts und links begegnet sind, und auch an den Engel, der mich aus dem Wasser herauszog und mir Kraft und Elan gab, wieder zurückzukehren. Einerseits war das eine wunderschöne Erfahrung, all dieses Licht Gottes zu sehen. Andererseits natürlich beängstigend, weil man das vom Intellekt als Kind noch gar nicht wirklich verarbeiten kann. Und deshalb war natürlich auch die Biografie immer mit diesem großen Anspruch an Bewusstsein geprägt. Setze dich mit dem Lebenssinn auseinander, setze dich mit deinen inneren Fragen, die du in diese Inkarnation mitgebracht, auseinander. Suche nach Antworten, auch wenn dir die Antworten kein Mensch so liefern kann, wie du brauchst. Doch suche deine Quelle im Inneren zu Gott und entfalte deine Persönlichkeit, gehe deinen Weg. Diese Kräfte der Eigenständigkeit, des freien Willens, eines konsequenten, liebevollen Glaubens, dass dieser gewisse Ernst eines Erwachsenen, der hat natürlich meine Kindheit durch und durch geprägt, und heute ziehe ich natürlich Vorteile daraus, in meinem Alter bereits so viel erlebt, erfahren und erreicht zu haben. Alles hat ja seinen Sinn, wenn man das Leben anpackt. Was war da? War das ein Schwimmunfall? Oder das war im See in Kasachstan. Da konnte ich noch nicht schwimmen und habe die Wellen unterschätzt. Und eine Welle hat mich runtergezogen, wo ich dann Wasser geschluckt habe, nicht atmen konnte, bis in die Tiefen mitgezogen wurde, in Panik fiel. Und in dem Moment, wo ich nicht mehr atmen konnte, sah ich, wie meine Seele das Licht eines Kindes aus dem Körper austritt. Und plötzlich wurde dieser See nicht kalt und dunkel, sondern so wie ein Kindheitserlebnis, unglaublich warm, wie in Gottes Umarmung behütet, unglaublich lichtvoll. Ich sah bunte Fische. Und immer wenn ich fragte, wohin, sah ich Engel, die mir die Richtung aufzeigten. Und ich folgte dieser Wärme, diesem inneren Ruf, diesem Gefühl, von zu Hause anzukommen, dieser absoluten Stimmigkeit und absoluten Frieden und absoluter Liebe. Und in dem Moment, wo ich diesen Lichttunnel erblickte und es mich hineinzog, hörte ich die innere Stimme: Du musst zurück, es ist noch nicht so weit. Doch es war so schön, das kann man sich gar nicht vorstellen, was dieser himmlische Friede bedeutet, und es zog, ich wollte weiterhin zurück, und da hat die geistige Welt eingegriffen und es zog mich plötzlich zurück in den physischen Leib hinein, und ich sah einen Engel, der mich ergriff und hier mit aller Kraft des Geistes hinüber zum Ufer zog und mir sagte: Jetzt beweg dich an den Steinen entlang hinauf ans Ufer. Und ich spürte plötzlich meinen Körper, ich spürte plötzlich die Kälte und das Zittern und den Schock. Und diese Angst hat mir nochmal Kraft gegeben, mich zu bewegen. Und den Steinen entlang krabbelte ich hinauf ans Ufer. Als ich draußen war, spuckte erstmal alles Wasser aus. Ich sah mich um, meine Eltern lagen weit am anderen, weit einige Meter entlang weiter von mir entfernt. Sie haben nichts davon mitbekommen. Und als ich dann ans Handtuch kam und mich zudeckte, begriff ich erstmal im Inneren, was geschehen ist. Und da, ab dann war meine Welt nicht mehr die alte. Dieses Erlebnis der Lichtbegegnung, dieses unerschütterliche Wissen, es geht weiter. Es gibt Vertrauen und es lohnt sich zu vertrauen. Es gibt etwas Höheres, Göttliches, was für uns immer sorgt, dass es nichts gibt, wo man nicht aufgefangen wird. Das hat mich wie in einem Erleuchtungserlebnis zum Erwachen gebracht, sodass ich dann ab 6 Jahren natürlich die Welt schon wie ein Erwachsener, aus den Augen eines Erleuchteten, besser gesagt, betrachtet habe und so fragend
war meine ganze Kindheit und Jugend. Und je lauter... Wie ist es dann weitergegangen? Sie sind ja dann mit 12 Jahren nach Deutschland gezogen. Was haben Sie dann ganz normal in die Schule gegangen, ganz normal die Ausbildung gemacht? Als ich mit 12 Jahren nach Deutschland kam, gab es natürlich erstmal andere Aufgaben, als die geistigen Welten zu beobachten, erstmal sich in einer neuen Kultur zurechtzufinden, in einer neuen Sprache. Es ist ja auch eine Form von gewissem Kulturschock. Russland ist ja doch schon ziemlich anders. Und ich bin sehr dankbar dafür, hier meine Entfaltung und Freiheit erlebt zu dürfen in diesem Land. Doch die Fähigkeiten wuchsen weiter. Je mehr ich hier ankam und ruhiger wurde, je mehr merkte ich, dass die Fähigkeiten sich steigern, dass ich ganz selbstverständlich in der Schule bei den Mitschülern ihre Aura sah und genau an den Farbveränderungen der Aura sehen konnte, ob sie jetzt ehrlich sind oder in Stress geraten, die Absichten der Menschen immer besser erkennen konnte, sodass diese Menschenkenntnis durch das Sehen der Aura immer mehr zugenommen hat. Es ging dann weiter ab der Teenagerzeit, wo je mehr ich mal interessiert am Menschen war, umso mehr weitete sich auch mein Hellsichtigkeitsblick, dass ich dann die Organe der Menschen sehen konnte und durchs Handauflegen. Wie kann man sich das vorstellen, die Organe des Menschen zu sehen? Wie sehen Sie die? Ist Energie oder ist Bild? Es ist wie das Durchscannen eines Menschen mit dem eigenen Blick, wo die Energieverläufe deutlich zu sehen sind durch Helligkeit, Dunkelheit und die Organe auch organisch dargestellt werden, sodass ich sehen konnte, wie stark ist der Mensch zum Beispiel erkrankt und wenn ich die Hand aufgelegt habe, wie intensiv die Heilenergie von diesem Organ wirklich aufgenommen wird, beziehungsweise ob sie blockiert wird, vielleicht durch einen Gedanken, einen leidvollen Gedanken des Menschen oder kritischen oder durch seine Wut. Und das hat mich, dieses Beobachten der Heilkräfte, der Organe, der Aura, hat mich mir immer mehr gezeigt, eben, dass der Mensch nicht nur Körper ist, sondern Körper, Seele und Geist, dass der Körper alles, was im Mensch, was den Menschen ausmacht, aushält und austrägt. Und umso mehr erwachte mein Interesse an Menschen. Und ich habe als junger Mensch nach der Schulausbildung kaufmännische Ausbildung gemacht, weil für therapeutische Tätigkeit war ich noch zu jung. Und nach der kaufmännischen Ausbildung wusste ich, es zieht mich immer mehr zu den Menschen. Ich habe inneren Ruf, Menschen zu helfen. Und so kam ich dann mit Anfang 20 an den Bodensee zu einem Heilpraktiker und praktizierte dort, hatte vor, Heilpraktikerausbildung zu machen. Doch da entwickelten sich meine Fähigkeiten schlagartig mit Anfang 20 noch stärker, sodass ich in dieser Praxis, während ich assistiert habe, und auch mit Handauflegen gearbeitet habe und beratend unterstützen habe, plötzlich durch die Fragen der Menschen ihren Schutzengel in ihrer Aura gesehen habe. Und ruckzuck hatte ich dann eigene Einzelberatungen, Engelgespräche und verfeinerte meinen Kontakt zu den geistigen Menschen und mein Verständnis zu den Menschen immer weiter. Darf ich mal fragen, wie haben Sie das festgestellt, dass das der Schutzengel ist? Ja. Meine Kollegen haben sich immer gewundert, dass ich so schnell und so viel über die Patienten damals in Erfahrung gebracht habe und haben mich gefragt, wo ich denn dieses Wissen her habe. Und für mich war das so selbstverständlich. Ich dachte immer noch, alle können das. Und es hieß, nein, wir haben 30-jährige Erfahrung und so schnell ist Anamnese nicht getan. Und da ich ihnen vertraut habe, habe ich dann mich hinterfragt, woher kommt es? Und dann in meiner inneren Ruhe immer mehr beobachtet und die Lichtsphären haben sich mir verdeutlicht, sodass ich in der
Nähe eines Patienten ein Lichtwesen sah, mhm. so wie es in der christlichen Tradition gezeichnet wird. Für mich war das nicht üblich, weil im Kommunismus ist das nicht die Erziehungsprägung. Es war für mich völlig neu und fremd. Und da fragte ich vom Herzen, aus der inneren Stille heraus, wer bist du? Und dann fiel mir ein, das ist das, was die Menschen im Christentum unter Engel verstehen. Und dann fragte ich, was ist deine Aufgabe? Und dann öffnete dieses Lichtwesen seine Lichtflügel und umarmte beschützend seinen Schützling. Und ich erlebte so ein starkes Empfinden von Geborgenheit und ich wusste, das ist der Schutzengel, der die Seele beschützt auf dem Weg zu Gott. Wie ist es dann weitergegangen? Sie haben also in dieser Naturheilpraxis gearbeitet. Mhm. Wie sind Sie dann zum Bücherschreiben gekommen? Ich habe durchs Handauflegen und durch Engelgespräche in der Naturheilpraxis einige Jahre gearbeitet und dann hatte ich inneren Ruf, mit Hilfe der Engel Vorträge zu diesem Bezug zu halten. Die waren auch sehr gut angenommen und irgendwann war ich so weit über Jahre ausgebucht, dass ich der Nachfrage nicht mehr gerecht werden konnte, nachkommen konnte und dann habe ich nur die eine Möglichkeit gesehen, Einzelsitzungen abzugeben und nur in Gruppen zu arbeiten, um möglichst alle Menschen gerecht aufnehmen zu können. Und so ging meine Arbeit auch in die Seminare und heile Lehrgänge und Engelbotschaften in Gruppen. Und durch diese Fragen mitten in Kursen der Teilnehmenden, durch ihre Bedürfnisse entstanden auch immer mehr Gebete von den Engeln, immer mehr Meditationen, immer mehr Übungen, immer mehr auch Sachverständnis, immer mehr diese Verbindung zwischen Körper, Seele und Geist. Und die Menschen schrieben immer mit. Und irgendwann spürte ich den inneren Ruf, dass die Menschen schwarz auf weiß die Weisheit des Himmels benötigen. Und so fing ich an, die Inhalte aus den Seminaren in Manuskripte zu wandeln und dann in die Bücher. Und mittlerweile ist das siebte Buch im Buchhandel. Eine Frage zu den Seminaren. Es kommen ja mittlerweile, also Sie halten Vorträge, Seminare, Tausende von Menschen im Jahr. Wie ist da die Resonanz? Also was bekommen Sie hier für Rückantworten? Nehmen das die Leute an? Praktizieren die das dann privat nach den Seminaren? Gibt es da irgendwelche Informationen dazu? Ich bin sehr glücklich darüber, meine Berufung ausüben zu können. Sehr glücklich darüber, dass die Menschen für die Engelbotschaften und die himmlische Kraft Gottes gerade jetzt so offen wie vielleicht noch nie zuvor sind. Und in diesem Zeitalter kann ich die Botschaft der Engel widerspiegeln und auch mitten in den Alltag bringen. Und ich sehe wunderschöne, positive Resonanz bei den Teilnehmenden, dass die Menschen sogar zu Heile-Lehrgängen kommen, nicht nur um heile zu werden, sondern dass sie sagen, das hilft mir, die Welt zu verstehen. Das hilft mir, mich zu verstehen und noch mehr Kraft, Liebe und Unterstützung auch meiner Familie entgegenzubringen. Ich sehe sehr wohl, dass die Menschen bestimmte Gebete, Übungen, Meditationen jeden tagtäglich für sich umsetzen, gerade in Krisenzeiten in besondere Kraft des Himmels für sich auch nutzen und nicht verzagen. Denn darum geht es ja, den Mitschöpferpotenzial, die Eigenverantwortung und Freiheit in sich tagtäglich zu leben, liebevollen Glauben zu haben. Und viele nutzen das nicht nur für sich, stehen nicht nur helfend ihren Familien zur Verfügung, sondern auch entwickeln ihren eigenen Zugang zu ihrer starken Intuition und nutzen das auch beruflich bei dem Treffen von stimmigen Entscheidungen. Und
Nicht wenige nutzen das auch therapeutisch, diese verstärkte Intuition und Wahrnehmungsfähigkeit. Und es gibt auch genügend Menschen, die auch diese Kräfte auch heilerisch, auch beruflich für sich umsetzen und sehr dankbar dafür sind, den Menschen helfen zu können, Trost geben zu können, dieser Seelsorge nachkommen zu können. Denn es geht hier um Hoffnung, um Glauben, um Vertrauen. Ihr Institut platzt ja sozusagen aus allen Nähten. Sie gehen also und Sie wechseln in die Schweiz. Wo ist jetzt dann Ihr neues, wie sagen wir denn, Seminar zu Hause? Und mein Institut ist nach 8 Jahren Seminartätigkeit zu klein geworden. Und ich bin froh, die Schweiz ist ja für mich quasi dritte Heimat, wo ich seit 11 Jahren auch sehr verbunden bin, dass ich an ein Seminarhotel, Matli in Morschach, der dem Franziskanerorden angehört. Das ist auch interessant. Was, ja. Was sagen die da dazu, dass sie sowas ausüben dort? Ja. An dieses Seminarhotel bin ich geführt worden und es war so stimmig, es ist so reiner, gütiger Geist auch dort. Und ich war mir nicht sicher, ob sie ganz offen dafür sind. Und ich war in der Schweiz, gibt es ja auch ein Tick mehr Akzeptanz und Achtung vor einer spirituellen Gabe und Aufgabe. Und die Leitung hat mir mehrfach versichert, dass sie sich sehr darüber freuen, je mehr heilerisch tätige Menschen in dieses Haus den Weg finden, dass sie mit dieser Offenheit der freien Spiritualität wunderbar umgehen können, dass auch für sie der Mensch in seiner Liebe im Mittelpunkt steht. Denn letztendlich geht es ja um einen liebevollen Glauben und die Rückbesinnung auf die wahre Werte der Liebe in allen Lebensbereichen. Und ich fühle mich dort sehr, sehr gut aufgenommen und auch sehr willkommen. Ich habe nur die besten Erfahrungen. Wo sehen Sie sich in 5 oder in 10 Jahren, wenn Sie Ihre Berufung so weitermachen? Ja, meine große Leidenschaft ist die schriftstellerischen Aufgabe nachzugehen, denn da sehe ich, dass es den Menschen jeden Tag einen Halt gibt. Ich möchte weiter Bücher schreiben, ich möchte weiter Seminare, Lehrgänge machen, um den Menschen ihren inneren Glauben auch an sich selbst und an Gott stärken zu können. Ich möchte die Menschen weiterhin mit meinen Vorträgen erreichen, um sie an ihre eigenen Stärken zu erinnern und auch an ihre Lebensaufgabe, die Liebe in ihrer Familie, in sich, in ihrem Beruf. Ich möchte weiterhin in dieser lichtvollen Aufgabe dienen. Und Gottes Wege sind unergründlich. Ich vertraue der geistigen Führung und weiß, dass ich in meinem Dienen immer am richtigen Platz sein werde. Frau Haus, ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Liebe Zuschauer, wir sehen uns gleich nochmal. Liebe Zuschauer, interessante Ausführungen von Frau Haus. Immer ist es ein Glücksfall, wenn Menschen mit außergewöhnlicher Begabung ihrer Berufung folgen und ihr Wissen weitergeben. Freuen Sie sich auf Teil 2 mit Jana Haas, wo sie uns die göttliche Schöpfung aus ihren Augen, aus den Augen einer Hellsichtigen beschreibt und Sie Informationen erhalten, die Sie so vielleicht noch nie gehört haben. Bis gleich.